Kaum zu glauben, einer der größten Filmstars ist tot. Robin Williams wurde mit nur 63 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden. Wir trauern mit der Familie, mit den Freunden und den Fans. In Ehren an einen außergewöhnlichen Schauspieler präsentieren wir euch seine schönsten Highlights. Highlight 1. Eine Science-Fiction-Sitcom der besonderen Art. Bis 1982 spielte Robin Williams den außerirdischen Morg. Als Popeye in Der Seemann mit dem harten Schlag begeisterte er 1980 mit seiner ersten großen Filmrolle. Seinen endgültigen Durchbruch schaffte er mit dem Film Good Morning Vietnam. In Club der Toten Dichter, Der 200-Jahre-Mann, Hook, Nachts im Museum und Mrs. Doubtfire haben wir uns endgültig in ihn verliebt. 1979 war das Jahr, in dem er einen Grammy für den besten Hauptdarsteller, Serie, Komödie und Musical erhielt. Es folgten weitere Golden Globes und für Good Will Hunting erhielt er zusätzlich den Oscar als bester Nebendarsteller. Robin Williams heiratete dreimal im Leben. Seine erste Frau war Valerie Velarde. Danach heiratete er das Kindermädchen Marsha. Mit Susan Schneider war er seit Oktober 2011 glücklich verheiratet. Am 11. April 1983 kam sein Sohn Zachary zur Welt. Er stammt aus der Ehe mit Valerie. Am 31. Juli kam seine erste Tochter Zelda Ray zur Welt. Sie ist heute ebenfalls Schauspielerin und stammt, wie auch sein zweiter Sohn Cody Allen, aus der Ehe mit Marsha. Was kaum einer weiß, weil er ein Zocker war, wurden zwei seiner Kinder nach Spielcharakteren benannt. Er gründete Wohltätigkeitsorganisationen, unter anderem auch für Obdachlose. Er sammelte Geld, besuchte Kids in Krankenhäusern und reiste sogar nach Afghanistan, um den Menschen zu helfen. Rest in Peace, Robin Williams. Im nächsten Clip gedenken wir Paul Walker. Abonniere auch unseren YouTube-Channel.